Eine Tiefgarage in Binningen bei Basel. Meistens schlafen die Boliden, die hier geparkt sind. Doch wenn ihre großen V8-Motoren zum Leben erwachen, sind sie nicht zu überhören. Und auch auf der Straße erregen die über 40-jährigen Fahrzeuge noch immer großes Aufsehen. Die 375-Linie war für mich die schönste, die Monteverdi gebaut hat. Die Nachfrage war recht groß, ich war überrascht, weil die Leute haben das gesucht. Wir waren mitunter auch die Ersten, die mit Automat kamen in diesen Sportautos und all die Annehmlichkeiten, wo die anderen alle noch nicht hatten. Wir wurden im Anfang sehr belächelt. Ja, ein Sportwagen mit Automat, das fährt man doch nicht. Aber heute, schauen Sie, haben 95% von den Sportwagen alle Automaten, weil keiner mehr schalten will. Der 375S, das war ein Auto in die Linie Ferrari, Lamborghini, Maserati. Wir wurden, wo wir kamen, auch in diese Familie eingestuft. Und das war für uns natürlich sehr wichtig, dass wir nicht irgendwo sind im tieferen Segment, sondern dass wir im oberen Segment mithalten konnten. Paul Berger arbeitete seit 1962 mit Peter Monteverdi. Zuerst als Chefverkäufer bei Automobile Monteverdi. Dann als wichtigster Mitarbeiter und Vertrauter des genialen Konstrukteurs. Ich glaube, Herr Monteverdi wurde schon geboren mit dieser Leidenschaft. Und je älter er wurde, je mehr wurde diese prägnant und hat sich verwirklicht. Peter Monteverdi baute schon als Jugendlicher seine eigenen Autos oder eher Seifenkisten. Später fuhr er mit seinen MBM genannten Eigenkonstruktionen erfolgreich zahlreiche Rennen. Nach einem schweren Unfall konzentrierte er sich auf den Handel mit exklusiven Fahrzeugen. Als er die Vertretung seiner geliebten Ferraris verlor, beschloss er wieder selbst Autos zu bauen. Herr Monteverdi hat gesagt, so, und jetzt baue ich mein eigenes Auto. Und dann wurde seit 1966 dieses Auto Monteverdi 375S geboren. Und so hat es den Anfang genommen mit der eigenen Automarke. Monteverdi beteiligte sich an einem Karosseriewerk in Italien, kaufte Technik aus den USA ein und baute in Binningen den ersten Monteverdi. Der 375 war geboren und wurde gleich zu einem überraschenden Erfolg. Es hat geheißen, was wollt ihr als so kleine Firma in der Schweiz als Autobauer und so, der kleine Autobauer aus Binningen. Wir waren im Ausland immer mehr bekannt und willkommener als im eigenen Land. Rasch folgten Varianten des 375, wie etwa das Palm Beach Cabriolet. Monteverdi etablierte sich rasch als Nischenhersteller im obersten Marktsegment. 1976 stellte er am Genfer Automobilsalon den Hai vor. Obwohl nur 4 Exemplare gebaut wurden, erregte der futuristische Supersportwagen weltweites Aufsehen. Im größten Automobilmuseum der Schweiz lassen sich auf Voranmeldung Exemplare aller von Monteverdi je erbauten Fahrzeuge bewundern. Seinen größten kommerziellen Erfolg hatte der Basler Autohersteller mit seinen vierradangetriebenen Offroadern. Heute würde man von SUVs sprechen. Und auch das Design des viertürigen Ur-Range Rovers stammt von Peter Monteverdi. Der Erfolg hat uns recht gegeben mit dem Export an den Nahen Osten. Und das war natürlich für uns je der größte Auftrag, wo wir bekamen. Die ganzen Länder, sei das von Saudi-Arabien über Kuwait, Katar, all diese Länder, die konnten ja auch diese Autos brauchen, weil die hatten ja nichts anderes als Sand. Und somit waren diese Autos im richtigen Einsatz. 1989-90 wagte Monteverdi gar einen kurzen Exkurs in die Formel 1. Wir hatten wohl Marlboro und andere Sponsoren, aber das hat nie gereicht, weil das ist die größte Geldvernichtungsmaschine Formel 1, wo es überhaupt gibt. Und das war dann auch das Aus und wir haben die Saison nicht zu Ende gefahren, weil das Geld nicht mehr hier war. Mit den übrig gebliebenen Formel 1 Motoren konstruierte Monteverdi 1992, 3 Jahre vor seinem Tod, seinen letzten Supersportwagen, den Hai 650 F1.